Na gut. So, dann jetzt wahrscheinlich willkommen in der ersten in der zweiten Folge von diesem Dungeon Souls Lauf. Ich hoffe, ich komme mit der noch auf eine, mit dem Lauf jetzt noch auf eine vernünftige Länge. So, der Stronger Knockback ist mir eigentlich egal. Magic Resistance ist da viel besser. Und ja, wäre natürlich schön, wenn wir jetzt hier irgendwie noch den, noch diesen Zusatz, dieses zusätzliche Dingens finden. Was war es, die Steppe oder sowas? Steppe, glaube ich, hatten wir noch hier. Wo wir hin müssen. Oh, noch ein silberner Schlüssel. Der trifft sich ja super gerade. Was gibt's denn hier? Fischfleisch, Bonus-Defense und maximale HP. 10 maximale HP, das kommt mir so luschig vor. Wir haben 466. Okay, das kommt mir schon wieder nicht luschig vor. Okay. Wir sind bei 7000 Kohlen. Das ist seltsam. Das ist sehr seltsam. Also ich glaube, die richtigen Kohlen machst du dann wirklich erst... Ach, scheiße, was ist denn da drinnen los? Die richtigen Kohlen machst du dann, glaube ich, erst, wenn es so Richtung die End geht. Wenn diese 5 Millionen Skelettkönige kommen. Jetzt haben wir hier Detonator. Oh, Vorsicht, Detonator erneut. Nummer 2 davon. Das heißt, es explodiert jetzt noch alles ein bisschen öfter. Und das ist gut so. 40%, glaube ich, jetzt. Dieses Splitshot wäre noch gut. Das, dass sich Geschosse noch teilen. Das wäre ganz geil eigentlich. Der nächste Schlüssel. Meine Fresse, habe ich ein Mehl. Hat man noch eine Truhe? Ich glaube nicht, ne? Nee. Hat man den Laden schon? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß jetzt gar nicht. Auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass wir das Winterwunderland umgangen haben. Die Gegner sind ja voll nervig. Obwohl es hier auch nicht wirklich besser ist. Die ganzen roten Mumpeln, die ziehen dann immer total viel ab. Und siehst du, diese Eier, die komischen, beim letzten Lauf dachte ich, die wären neu, wenn man halt erst in diesem zusätzlichen Level war, aber die sind anscheinend hier Standard. Na gut. Ach Gott, der ganze Raum voller Eier. Geht schon ein bisschen flotter mit dem Angriff, aber ein bisschen mehr wäre mir immer noch ein bisschen lieber. So, ja, dann müssen wir den Shop wohl anscheinend schon gehabt haben. So, und hier gucken wir mal, ob wir irgendwo einen Felsen finden, der hier irgendwo rumsteht. Müsste ja theoretisch. Dann bin ich weggetankt, das Ganze. Ausgezeichnet. So, und ja, nee, da das hier anscheinend schon die zweite von zwei Folgen ist für Dungeon Souls soweit und das Tagesgeschäft bzw. das Wochengeschäft, Moment, abgelabert ist, fangen wir mit einem Random-Thema an. 10 Bonus-Damage, Slower Attack Speed. Ja, gut, wenn es sein muss. Der Kompass wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen. Fangen wir mit einem Random-Thema an. Magst du, in Klammern, noch mehr Kinder in deinem Leben? Also magst du Kinder in deinem Leben oder magst du noch mehr Kinder in deinem Leben, falls du schon welche hast? Aber da ich, also die Frage gilt ja nicht nur für mich, ich beantworte sie jetzt quasi für mich und für euch schon mal trotzdem. Aber die Frage gilt natürlich auch für die Zuschauer, wenn sie Lust haben, diese zu beantworten. Und da ich keine Kinder habe, beantworte ich mir mal einfach die Frage, ob ich Kinder in meinem Leben mag und ich sage nein. Ich kann keine Kinder in meinem Leben gebrauchen, weder meine noch andere, da mir allein schon Kinderstimmen auf den Keks gehen. Also, so richtig so diese 6-, 7-, 8-jährigen Stimmen, ja, weil die einfach nur nervig sind. Ich weiß nicht, ich mag an den Frequenzen da irgendwas nicht, kein Plan. Und Kinder sind auch so nervig, ständig musst du aufpassen, dass sie keinen Mist bauen, vor allen Dingen mit deinen Sachen. Also, ich habe einen Neffen. Und mit dem musste ich echt stellenweise aufpassen, dass der mir mein verdammtes Zeug nicht kaputt macht, als er mal zu Besuch war mit seinen Eltern. Und das war voll anstrengend. Und an sich, ja, Kinder von fremden Leuten, die kann man vielleicht entsprechend auch noch dulden, wenn man bei denen zu Besuch ist, weil man muss sich ja nicht Ewigkeiten mit denen abgeben. Aber eigene Kinder in meinem Leben absolut nicht. Es mag Leute geben, die nichts sehnlicher wollen, als ein Kind zu bekommen, als eine Familie zu gründen. Bin ich nicht einer davon. Familie gründen, ja, aber Kinder müssen nicht sein.
Einfach weil ich so schon wenig genug Freizeit habe und alles, was ich so von Bekannten mitbekommen habe, das ändert sich nicht unbedingt ins Positive, wenn du Kinder bekommst. Da hast du noch viel weniger Freizeit. Viel weniger Freizeit und erst recht weniger Kohlen. Ist so. Und das ist scheiße. Finde ich. Immer dazu gesagt, ne? Ist meine Meinung. Ist meine Meinung. Hier ist der Stein. Nee, haben wir schon einen Stein schon übersehen und bin ich dran vorbeigelaufen? Keine Ahnung. War überhaupt hier der Stein? Wir müssen doch nur mal gucken. Wir sind in Judgment 2 von 2 quasi. Hier irgendwo muss dieser Felsen rumeiern. Da oben waren wir auf jeden Fall noch nicht und da ist auch Markierung 5. So, lass mal ganz kurz hier ein bisschen aufräumen. Nein, ich wollte das noch nicht aktivieren. Wir haben einen silbernen Schlüssel. Dann lass mich doch mal alle in Ruhe hier. Ist ja nervig. So, Slingshot, natürlich. Scattershot und Enemy Death. Sehr schön, genau das, was ich mir schon immer gewünscht habe. So, trotzdem sollte hier eigentlich irgendwo... Jetzt müssen wir hier echt nochmal nach dem Felsen suchen. Und dass der Typ jetzt uns hinterher eiert, macht's nicht besser. So ein Scheiß, ey. Waren wir hier schon? Hier waren wir schon. Hier ist aber nicht... Ach du Scheiße. Ach, Kunde, geht er mir auf die Eier. Der zieht immer... Ach, leck mich. Der zieht mir immer so viel Leben ab, die Sau. Es macht keinen Spaß, da was zu suchen. So, okay, meine Fresse. Also so wirklich viel Leben haben wir jetzt übrigens nicht, beziehungsweise Abwehr. Mal gespannt, wie lang das hier geht. Wir müssen natürlich bloß den größeren Attacken ausweichen. Den hier zum Beispiel. Wir haben leider unsere Schilde nicht dabei. Das finde ich ein bisschen blöd. Wir verlieren nämlich viel zu viel Leben, wenn uns der gerade haut. So, da bleiben wir in der Mitte. Den einen haben wir gerade wunderschön pariert, wie das Geräusch uns zu verstehen gegeben hat. Könnten da noch Nummer 2 danach? Gefällt mir gar nicht. Was ist denn das hier eigentlich? Potion of Risk? Ja gut, immer ran damit. Plus 2er Damage ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Wie lange hält denn die? Weiß ich gar nicht. Ach Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Also ja, Kinder mag ich nicht. Kinder mag ich nicht in meinem Leben und nicht in meiner Umgebung. Aber wie gesagt, jedem das Seine. Kann ja nicht jeder gleich sein. Ist so. Und welche, die von Herzen sich gerne und viel um Kinder kümmern, ist natürlich sehr zu empfehlen, wenn eine Spezies überleben will. Aber ich bin da nicht so einer von. Gott, geht mir der Typ auf die Nüsse. Uns fehlen die Schilde aktuell, wirklich. Und das war erst Nummer 1 von ihm. Stirb da einfach mal. So, direkt mal Level Up und ein bisschen Defense. Gedingst so und das Nummer 2 hat ein paar Potions liegen lassen, das ist super. Renn doch selber. Toll, hat er den mitgebracht, ey. Au. So, wir versuchen möglichst beide zu treffen. Was mir natürlich obermäßig gelingt hier. Oh, obermäßig. Ist auch ein super Begriff. Gottes Willen, ey. Dodge this, alles klar. Mortal nennt er mich. Hat mich gerade voll beleidigt, der Affe. So, mal schnell eine Potion genommen, weil wir gerade welche gesammelt haben. Ah Gott, das ist mir einfach viel zu viel hier gerade. Ah, Potion. Dankeschön. Noch mehr Potions, gerne doch. Gott, die lassen alle auf dem Potions-Level. Wir haben jetzt gerade mal schön unsere Potions voll gekriegt, finde ich gut. Wir sind bei der Hälfte des Lebens von ihm. Und der Chakram nimmt immer schön von dem Soul Guardian das alles mit. Okay, du, da ist er tot. Finde ich gut, da oben scheint aber direkt auch schon der nächste zu stehen. Schon wieder der Typ, den ich noch nicht kenne, ey. Mann. Die großen Mumpeln sind nicht so schlimm. Das Problem ist, wenn die dann wirklich... Ach du Scheiße, ey. Das Problem ist, wenn die gegen eine Wand prallen, dann teilen die sich. Gott, geht mir der Typ da oben auf die Nüsse. Ist jetzt ein bisschen doof, wenn man...
Was machst du eigentlich da unten? Was macht Judgment jetzt eigentlich da unten in der Ecke? Ist der blöd oder was? Jawohl. Bist du tot? Jetzt muss ich bloß noch den Kreisel des Todes hier oben besiegen. Finde ich gut, wenn das klappen würde. Ach, schön. Huh, okay. So, lass mal sehen, wir schnappen uns erstmal noch eine Potion, weil mehr müssen wir gar nicht mehr mitnehmen. So, hier haben wir ein nettes Zepter. Wir haben noch nicht Merlins Hut gefunden, finde ich schade. Magic Damage, Attack Damage, noch mehr Lifesteal, geil. Finde ich gut, Büchelein, Maximum Health. Hier liegt auch noch Zeug, unten sind aber bloß Potions. Okay, dann können wir die uns schenken und können direkt weitergehen. Haben wir irgendwo noch Kisten? Nee. Okay, alles klar. Ja. Und da das Thema Kinder für mich hier quasi direkt schon erledigt ist, schließe ich mit dem nächsten an, was da wäre. Lass mich kurz mal gucken. Also magst du Kinder im Leben? Nein. Findest du, dass du ein guter Vater wärst? Ich habe keine Ahnung. Unicorn, Chance to Double Damage. 99 Dingsbums Damage, okay. Sehr schön. Ja, und damit wäre auch schon wieder das Thema erledigt. Ich weiß nicht, ich kann mir keine Meinung bilden. Ich komme mit anderen Kindern so, also mit anderen Leute Kinder halt so lange klar, wie die mir nicht auf die Nüsse gehen. Mit irgendwelchen Blödsinn. Was haben wir hier? Oh, mehr Potions, sehr schön. Und, ja, weiß ich nicht, also, ich hab mich noch nicht als Babysitter getestet und hab's eigentlich auch nicht vor. Harry, okay, kann man auch kombinieren, sehr schön. Bonus Defense, sehr geil. Creates Fire where you step. Und ein Haufen Potions. Ja, so, ob ich ein guter Vater wäre, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Und ich mutmaße mir nicht an, das zu raten oder zu behaupten, ohne es getestet zu haben. Sword of Ice, slow enemies on hit und movement speed, okay. Green Meat Cube, mehr Defense, weniger Maximum Leben. Ist okay. Oh, nochmal Parry. Jetzt haben wir den Buckler voll. Finde ich gut. Hier ist noch eine normale Kiste mit, ach herrlich, Critical Hit Damage erneut. Es wird immer weniger, ne? Beim ersten Mal war es 30, dann war es 40 und jetzt ist es 45. Aber die gehen ja richtig schnell den Bach runter, die Kollegen. Chance to Visit, Slow Effects, wird auch Zeit. Thornmail Deals. 2 Damage to Nearby Enemies ausgezeichnet. Oh, die Kralle. Oh, nochmal mehr XP. Sehr gut, stehe ich drauf. Mann, ist ja hier. Ab hier wird es immer so ein bisschen voll, was die Sachen angeht. Unser Inventar sieht schon sehr bunt aus. Aber wir wissen, der Endgegner wird nicht ohne. Von daher, naja, nicht zu fröhlich. Insane Damage Boost, Lowered HP. 200 Maximum Damage, minus 50%. Alles klar, warum eigentlich nicht? Oh ja, machen. Wow. Wow, ich glaube, alles andere stecken wir jetzt schön in Defense. Dragon's Tail, Feuerspucken, sehr schön, goldener Schlüssel. Und Healer's Book, ausgezeichnet drin da. Was nehmen wir hier mit? Molotov Cocktail haben wir schon. Also die ganzen Doppeldinger werde ich mir jetzt schenken. Max Health, ja klar, alles was hilft. So, weiter geht's. Die doppelten Dinger werde ich mir jetzt aus dem Shop schenken, weil das einfach nur unnötig Kohlen verschwenden quasi dann ist. Deswegen lasse ich das einfach mal. So, wir werden jetzt richtig viel ab. Das finde ich gut. Aber guck dir mal an, wie der jetzt mit dem Schaden reinhaut. Der Kollege. Potion of Risk, Potion of Risk. Der hat erstmal direkt überhaupt nichts dagelassen. Toll. Wir könnten ein bisschen mehr Lebensregeneration vertragen. Schön schnell sind wir aber. Das mit dem doppelten Damage und sonst was oder geheiltem Damage, das ist ein bisschen kacke. Die eine Cursed-Waffe, aber was willst du machen? No risk, no fun, beziehungsweise ohne Spaß kein Fun, wisst ihr ja. So, Unicorn Horn Stack, wir bekommen Windshards, die goldene Hand, das ist ja, wird ja auch Zeit, ey. Und die in Devil's Hoof Stunchance, Enemies Walk Faster, kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ach ja. Wir sind bei 46 Minuten, das heißt, ja, super, so die zweite Folge dürfte dann so um die 20 Minuten werden, wenn wir es verkacken sollten. Und das geht eigentlich so, finde ich gut. Und ich brauche mir halt keine Sorgen machen, dass die Folgen zu lang werden, das ist das Beste eigentlich. Broadsword haben wir schon, wird zu Magic Dust, okay.
Mehr Potions. Wir kriegen leider nicht mehr Potions, gekriegt, wir kriegen nicht mehr Potions in die Taschen. Das ist ein bisschen schade. Aber was willst du machen? Ach, der mit seinen Disco-Effekten hier, ey. Was mir wirklich fehlt, ist Merlins Hut. Mit diesen abartig geilen, geilen mit einer Angriffsgeschwindigkeit. So, was haben wir hier? Kill 5 Enemies für Leben. Okay, der Devil's Hoof, den versuchen sie uns jetzt echt anzudrehen hier. Aber brauchen tun wir Nash. So, wir kriegen noch einmal Chakrim, das ist super. Und ja, wie gesagt, jetzt hier, jetzt gehen wir hier natürlich schön auf Magic Resistance, haben wir noch gar nicht so viel. Immer her damit. Kann jetzt echt nicht schaden beim letzten. Bei Selene. Selene? Selene, glaube ich, ne? Oder Selene? Oder so? Ach, guck mal, auf jeden Fall hat er gerade voll schon die Hälfte Schaden bekommen. Fand ich lustig. Weiß gar nicht, wieso. So, hier, Freaking Boulders kaputt machen. Das Messer hatten wir da. Bleed Chance, Crit Chance. Und was ist hier noch? Die, das Scepter Shoot, Laser Beams, der Deals, bla, alles klar. Werde ich eh nicht benutzen, weil ich zu doof bin, das irgendwann mal anzuwenden. Die Kralle brauchen wir nicht, dich brauchen wir nicht. Den Hammer nehmen wir mit und verlassen das Ganze. So, Selene, genau. Ach ja, na denn. Bla 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 bla. Okay, da war sie weg. Wir haben den Schaden-Dingsbums mitgenommen, aber da war sie direkt wieder weg. Und mit Schaden-Dingsbums meine ich meine aktive Fähigkeit, habe ich gerade benutzt. Was dann erst in 20 Sekunden wieder möglich ist. Gott, ey, diese Gitterdinger, die sie gerade gemacht hat. Die horizontalen, die ziehen aber echt scheiß Schaden ab, ey. Das gibt's ja nicht. Aber wir parieren schön viel, finde ich gut. Und jetzt haben, wir haben sie schon zur Hälfte runter. Nicht schlecht, Herr Specht. Wenn das jetzt so bleiben würde, wäre das richtig toll. Könnte auch einfach mal ein bisschen öfter sich treffen lassen. Und der Chakram, das geht mir so voll auf die Eier, ey. Dass das echt manchmal von vornherein einfach daneben haut. Das ist einfach nur gemein. Guck mal, das weicht ab und zu echt von vornherein aus. Ach so, da haben wir unsere Nicht-Lieblingsattacke wieder. Die irgendwie, oh, Gottes Willen, gerade irgendwie voll die Hälfte abgezogen. Und das war's dann auch schon. Lass dich doch einfach mal treffen, du blöde Nuss, ey. Wo ist er hin? Ab und zu entweicht die echt meiner Optik hier. Also so, jetzt machst du gleich wieder das Ding, das war mir so klar. Ha! Gottes Willen, ey. Weil manchmal denke ich, die trifft mich gar nicht. Alter. Ey, man sollte meinen, ich werde da irgendwie gar nicht getroffen. Aber ab und zu haut's dann doch hin. Alter. Ey, weißt du, die Hälfte. Die Hälfte hat voll gut geklappt, die erste. Und jetzt macht die so einen Scheiß. Den ganzen Tag. Ich muss halt einfach mehr ausweichen. Aber das ist gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn ich hier durch die Gegend eiere, ohne zu wissen, wieso. Ach Gott. Schön reingeeiert. Wenn ich sie auch einfach mal vernünftig treffen lassen würde. Aber nö. Aber ist ja nicht umsonst ein Endgegner, ne? Das wäre dann übrigens das zweite Mal von sämtlichen. Oh, das gibt's nicht. Hast du das mitgekriegt gerade? Das hat die doch mit Absicht gemacht. Ich habe gerade noch die letzte Potion genommen, war wieder voll und dann war ich wieder im Keller. So ein Mist, das hätte fast geklappt. 179 Leben hat sie noch gehabt. Mann, ey, das wäre vielleicht noch ein oder zwei Treffer gewesen. Das war, das, was mir jetzt wirklich das Genick gebrochen hat, war bestimmt die Rüstung gewesen. Hier mit 200% da Schaden oder negierten Schaden oder sowas. Na gut. Main-Menü. Und Arcane Forge, denn ich will wissen, wir sind bei 40.000. Das ist okay. Die Runde hat sich zumindest vom Geld her gelohnt. Na gut, dann wäre es das hier gewesen mit der Doppelfolge Dungeon Souls. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat gefallen. Wünsche mir vielleicht das ein oder andere Feedback zu den Themen. Magst du Kinder, beziehungsweise magst du mehr Kinder in deinem Leben? Und oder wärst du ein guter Vater, / Mutter? Man weiß ja nie, was da rauskommt. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.